Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Viele Besucher beim Veitscher Kirtag 2015. Handball, die ECE Bulls gewinnen verdient gegen Union Juri Leoben. Und das Wetter morgen, wieder mehr Sonne, aber kalt. Der Veitscher Kirtag ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Der gesamte Ortsteil Veitsch ist Kirtag. Und nicht nur Standeln aus weiter Ferne, sondern auch die örtlichen Vereine sorgen für Abwechslung. So auch die Naturfreunde Veitsch. Da können wir natürlich auch unseren Verein präsentieren. Wir sind von der Steiermark die drittstärkste Ortsgruppe, nach Graz an der dritten Stelle. Und wir können auch sagen, was unsere ganzen Sektionen da leisten können. Wir haben jetzt Sterz und eine saure Suppen und Mehlspeisen, die unsere Damen selber gemacht haben. Auch Bürgermeister Jochen Janze weiß diese Tradition zu schätzen. Kirtag hat schon eine ewige Tradition bei uns in der Veitsch. Wir haben ja, oder sind einer der wenigen Orte, wo wir zwei Kirtage haben. Wir haben im Frühjahr einen Kirtag in der Veitsch, jetzt auch in Wartberg waren und der Herbstkirtag natürlich der, was Tradition hat und wo sehr, sehr viele Leute in die Veitsch kommen. Traditionelles und zeitgemäßes Spielzeug war zu sehen. Der Veitscher Kirtag vertritt auch sehr viel Technik und unter anderem sind natürlich für die Jugendlichen und für die Kinder sind die Drohnen und das elektronische Spielzeug, das Ferngesteuerte, natürlich das Highlight. Das ist ein Highlight im Herbst in der Veitsch. Und ja, Kastanien, Maroni, Glühwein und das ist, wenn das Wetter mitspielt, sehr willkommen. Also es sind die Mürztaler auch sehr stark vertreten. In der Veitsch sind die Maroni immer gut. Ja, wir sind jetzt das 10. Jahr da. Wir haben das Lokal da nehmen gleich, das Platzl. Ein beliebter Treffpunkt in der Veitsch. Hermann Handler hat erst jetzt Zeit, den Veitscher Kirtag zu genießen. Das ist eine Tradition für mich. Ich habe 20 Jahre gearbeitet und habe nie Zeit gehabt zu gehen, weil ich beruflich unterwegs war. Und jetzt gehe ich halt immer ein wenig schauen, Vormittag. Und muss das ein wenig ausnutzen, Leute schauen, Bekannte anschauen und ein wenig tratschen. Und servus! Der Skiverein Veitsch nützt den Kirtag, um auf die kommende Skisaison hinzuweisen. Ja, natürlich. Es freut mich natürlich als Sportreferent sehr, dass sich bei uns auf der Brunnalm Hohen Veitsch einiges rührt. Mit der Parkplatzerweiterung ist die Parkplatzsituation in der Saison 2015-16 natürlich um einiges besser. Des Weiteren bekommen wir einen Zauberteppich. Da ist das für die Kinder, das Skifahrenlernen, natürlich ein Traum. Und des Weiteren wird auch eine Pistenerweiterung auf der Fiesstrecke vorgenommen. Mit einem Wort, man ist für den Winter gerüstet. So verkaufen wir Getränke und Essen und informieren über die Preise und über den Vorverkauf. Es ist schön, dass unser Skigebiet, das wir wieder neue Projekte auf die Welt gesetzt haben. Es ist für uns wichtig, dass wir uns in der Region positionieren als das Familien-Skigebiet. Du kannst mit Hochschnell Skifahren gehen, du bist gleich im Skigebiet. Die Straßenaufe ist 2004 hergerichtet worden und ein Teilstück jetzt zwischen Pflanzlitten und Scheikel wird auch heuer noch hergerichtet, dass wirklich die Straßen top im Zustand ist, dass die Skifahrer schnell auf die Pisten kommen. Auch für die Freiwillige Feuerwehr Veitsch ist der Veitscher Kirtag eine große Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Weil bei uns sind ungefähr 35 bis 40 Mal im Einsatz. Wir schauen, dass wir die Parkplätze koordinieren können, dass die Leute Zufahrt und Abfahrt immer frei haben. Das ist immer nicht immer leicht, das Ganze zu bewältigen. Die Marktgemeinde St. Barbara mit den Ortsteilen Veitsch, Mitterdorf und Wartberg hat auch nach dem Kirtag einiges anzubieten. Ja, das ist richtig. Wir haben auch ein sehr kulturelles Programm. Man muss sagen, jetzt der Kirtag natürlich. Wir haben schon Kabarett gehabt, haben am 5. November wieder Kabarett. Der Josef Burger ist im Ortsteil Veitsch im Veitscherhof. Wir haben auch Sänger- und Musikantentreffen am 4. Dezember und auch viele Dia-Vorträge. Im ersten Derby in der HLA hatten die ECE Bulls immer die Nase vorn. Nach den ersten beiden Toren für Bruck durch Mirkovic und Breg kamen die Leobner etwas auf und stellten durch Petraikas in der 7. Minute auf 3:3. Während die Brucker allerdings relativ leicht zu ihren Treffern kamen, mussten die Hausherren für jeden Torerfolg gegen eine defensive, aggressive Brucker Deckung kämpfen. Gab es für Leoben Chancen im Konter, war Bruck-Torhüter Marinovic zur Stelle, der wie sein Gegenüber Thomas Hurich eine exzellente Leistung ablieferte.
Bei Bruck traf Denny Gasparov nach Belieben, während Lioben meist in der gut positionierten Abwehr der Brucker hängen blieb. Zur Pause führten die Brucker klar mit 14:9. Wir haben wie ein Team gespielt, eine super Abwehr gespielt, vorne konzentriert, diszipliniert und am Ende haben Punkte da in Lioben. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielstand. Lioben hinkte stets 3 bis 4 Tore hinterher, obwohl die Deckungsarbeit nach der Pause bei den Liobenern merklich besser wurde und Bruck bei allen 5 7-Meter-Würfen scheiterte. Das Spiel war bis zum Ende kampfbetont, aber fair, trotz 7 Strafen für Lioben und 5 bei Bruck. Unser Ziel ist immer wieder besser sein, immer wieder entwickelt sich weiter, immer wieder, wie habe ich schon ein paar Mal gesagt, eine Gruppe machen und heute haben wir präsentiert wie eine richtige Gruppe, tolle Mannschaftseinsatz und am Ende habe ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung. Jedes Spiel ist eine andere Geschichte, wir haben jetzt am Dienstag ein Cup-Spiel, schweres Spiel in Graz, dann probieren wir auch gut zu machen und dann spielen wir wieder zu Hause und zu Hause logischerweise möchten wir immer wieder punkten. Ja, wir haben die ganze Mannschaft hat eine super Leistung geboten, besonders kämpferisch. Spielerisch konnten wir noch besser spielen, aber wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir haben da gewonnen. Wir haben 60 Minuten dominiert, von der ersten Minute haben wir geführt und ich denke, ganz verdient gewonnen. Gratulieren muss man auch den Fangruppen beider Mannschaften, die für eine sensationelle Stimmung in der Halle sorgten. Die Hausherren haderten mit 17 Fehlwürfen und 9 technischen Fehlern. Bester Spieler bei den Liobenern wurde Goalie Thomas Hurich mit tollen Reflexen. Bei den Bruckern kam ebenfalls der Tormann zu dieser Ehre. Luka Marinovic zauberte wieder einiges aus den Ecken. Ja, keine Ahnung. Einfach, ich habe mich vorbereitet fürs Spiel, habe Video analysiert mit unserem Trainerteam und so. Ganz wichtig war, dass wir spielen diszipliniert und dass wir sind konzentriert, auch ich. Und denke, das ist uns gelungen, fast das ganze Spiel einfach. Ja, das war das letzte Aufgebot sozusagen, aber das war leider Gottes zu wenig, von Anfang an zu wenig. Worauf führen Sie das zurück? Naja, worauf führen wir das zurück? Jetzt kann man wieder kommen mit der jungen Mannschaftsausrede, aber die zieht schon langsam nicht mehr. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir weiter trainieren, was wir weiter trainieren. Und ja, jetzt sollte man dann schon langsam anfangen, gegen die direkten Konkurrenten zu punkten. Damit sind die Brucker mit Rang 6 in der Tabelle auch bestes steirisches Team in der HLA. Heute war es wechselhaft, aber trocken. Auf den Bergen oberhalb von 1000 Metern liegt Schnee. Am Mittwoch wird es im Mur- und Mürztal nach Auflösung lokaler Nebelfelder wieder recht sonnig werden. Nur am Nachmittag kann es vorübergehend ein paar dichtere Wolkenfelder geben. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Nachmittagswerte gibt es dann von Nord nach Süd zwischen plus 6 und plus 13 Grad.